Er hat 5000 Mann satt gemacht. Die haben ihm alle zugejubelt. Das wäre doch jetzt die Armee, um endlich die Römer loszuwerden. Wir haben doch gesehen, er kann Kranke heilen, also Verletzungen sind für ihn kein Problem. Stürme kann er stillen, er kann uns sogar mit Verpflegung versorgen, er kann das alles tun. Wir brauchen keine weiteren Beweise, er ist der Messias, er muss auf den Thron. Aber er hat diese Gelegenheit abgelehnt. Danke für die Musik und danke auch für die Kindergeschichte. Habt ihr schon mal versucht, auf Wasser zu gehen? Ich meine jetzt nicht laufen, nicht rennen, auch nicht mit Hilfsmitteln, irgendwie Wasserski oder Stand-Up-Paddle oder was es alles so gibt. Nein, richtig gehen, so gemütlich gehen. Schon mal versucht? Und selbst wenn du es versuchen würdest, du würdest scheitern. Es funktioniert nicht. Wir sind eben keine Wasserläufer. So 1 Zentimeter lang und 1 Gramm schwer, mit 6 Beinen, die genau die richtige Form haben, um auf dieser Oberspanne von dem Wasser zu stehen und zu gehen. Wir sind auch keine Jesus-Christus-Echsen. Schon mal Video gesehen? Die sind immerhin durchaus so 70 Zentimeter lang. Das ist nicht wenig, 70 Zentimeter, mit Schwanz natürlich, ja. Und 200 Gramm ungefähr schwer. Und die schaffen es, wenn da irgendwo Gefahr droht, so ungefähr 10 Meter auf dem Wasser zu rennen. Hört sich jetzt vielleicht nicht so schnell an, weil die so ungefähr 1,5 Meter pro Sekunde rennen. Das sind so 5 bis 6 Kilometer pro Stunde. Aber immerhin für ihr Gewicht und ihre Größe ist das eine Menge. Damit wir das als Menschen schaffen, so ein Mensch, der vielleicht so 70, 80 Kilo wiegt, der müsste dreimal so schnell rennen wie der schnellste Mensch. Momentan der schnellste Mensch ist Usain Bolt. Der hat 2009 den Weltrekord aufgestellt in 100 Meter Sprint. Er konnte fast 45 Kilometer pro Stunde laufen. 45 Kilometer pro Stunde. Das hört sich jetzt nicht vielleicht so schnell an, aber überleg mal, da kommt jemand an dir vorbeigesaust mit 45 km/h. Nein, er müsste sogar dreimal so schnell laufen. Mindestens. 150, 160 Kilometer pro Stunde und dann erst könnte es der Mensch vielleicht eventuell schaffen. Und dann müsste es vielleicht noch sehr salzig sein, das Wasser. Gibt es ja auch solche Tricks, ne? Ein bisschen Maisstärke noch rein und so. Dann wird es gehen. Aber sonst ist der Mensch nicht dafür gebaut, auf Wasser zu gehen. Keine Chance. Kann Gott auf dem Wasser gehen? Aber natürlich. Gott kann alles. Und wenn da jemand über das Wasser läuft, über das Wasser geht. Ich meine jetzt nicht rennen, sondern wirklich gehen. So wie wir gelesen haben in Hiob. Er schreitet auf den Meereswogen einher. Das ist Gott. Die Geschichte fasziniert mich immer wieder neu. Wir haben in der Kindergeschichte schon ein bisschen was gehört. Gehen wir doch mal rein, schauen wir uns das an in Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14. Der Zusammenhang ist wichtig. Ich lade euch ein, die Bibel mit zur Hand zu nehmen. Matthäus 14 mit zu öffnen. Wir haben ja eine sehr wichtige Geschichte. Es heißt nämlich hier in Matthäus 14, Vers 22. Matthäus 14 und dort Vers 22. Da steht hier in meiner Bibel, dass Jesus seine Jünger nötigt. Er zwingt sie. Er nötigt sie, ins Schiff zu steigen, also wieder in ihr Schifferboot, in ihr Fischerboot zu steigen und ans andere Ufer zu fahren. Er zwingt sie. Warum? Was ist passiert? Nun schauen wir uns die Geschichte vorher an. Dort wird uns berichtet, dass Jesus 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, also 20.000 Menschen satt gemacht hat. Das war natürlich ein ganz großes Wunder. Es wird uns hier berichtet, dass Jesus lange predigt. Den Jüngern ist das aufgefallen. Und den Jüngern ist auch aufgefallen, es wird jetzt schon spät, die Menschen haben Hunger. Und sie haben sich an Jesus gewandt mit der Bitte, Jesus, jetzt hör doch endlich mit deiner Predigt auf, lass die Menschen gehen, damit sie sich Nahrung besorgen können. Als hätten sie zu Jesus gesagt, Jesus, du kannst sie ihre Krankheiten heilen, und das ist super. Und du kannst sie trösten, das ist gut. Und du hast ein Wort, was ihnen hilft, das ist ja alles toll. Aber eine Sache kannst du nicht, wir auch nicht. Wir können jetzt ihren Hunger nicht stillen, aber wir haben es nicht. Du hast es nicht,
Wir haben es nicht. Also musst du die Leute gehen lassen, damit sie selbst für ihre Bedürfnisse sorgen können. So haben die Jünger gedacht über Jesus. Das war ihr Bild von Jesus. Er kann ihre Grundbedürfnisse, Nahrung, kann er ihnen nicht geben. Und plötzlich sagt Jesus zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Ihr gebt ihnen Essen. Und da haben sie sich natürlich angeschaut, ja, sich selbst, ihre leeren Hände, die Kasse, die dafür gar nicht ausreicht, haben überlegt, wie soll das gehen logistisch, sollen wir jetzt wirklich in die nächste Umgebung hier gehen und die Ortschaften abklappern und so viel Essen besorgen, geht doch gar nicht. Und dann hat Jesus zu ihnen gesagt, schaut mal nach, was da ist. Die Geschichte ist ja bekannt, die finden den kleinen Jungen, alles spannend, der Junge ist bereit, alles zu geben, 5 Brote und 2 Fische und in Jesu Händen wird daraus eine große Mahlzeit. Alle Menschen werden satt. Als Jesus dafür dankt, als Jesus anfängt, es zu brechen, wem hat das gegeben? Er gab es seinen Jüngern. Das war ja ihr Auftrag. Jesus hatte ihnen gesagt, gebt ihnen zu essen. Und sie haben ihre leeren Hände gesehen und gesagt, wir haben ja nichts zu geben. Und sie sollten aus dieser Sache was Wichtiges lernen. Nämlich, Jesus möchte nicht, dass wir geben, was wir nicht haben. Das geht ja gar nicht. Wir sollen das weitergeben, was wir von ihm empfangen. Wenn wir feststellen, wir haben leere Hände, wir können nichts geben, dann müssen wir natürlich zuerst von ihm empfangen, damit wir etwas haben zum Weitergeben. Aber das, was er uns gegeben hat, das sollen wir auch weitergeben. Weil wenn wir nur von ihm empfangen und wir geben nicht weiter, dann sind wir irgendwann so voll, dass wir nichts Neues mehr von ihm empfangen können. Wenn wir aber die ganze Zeit geben, ohne von ihm zu empfangen, dann sind wir irgendwann leer, sodass wir nichts mehr zu geben haben. Burnout sagt man auf Neudeutsch dazu. Also beides ist wichtig, dass wir von ihm empfangen, aber damit wir es auch weitergeben. Und damit wir von ihm empfangen, damit wir weitergeben. Und das sollten die Jünger lernen. Aber stattdessen sind sie von diesem Ereignis so begeistert, dass sie anfangen auszurufen auf den Thron mit ihm. Sie wollen ihn zum König machen. Sie wollen ihn mit Gewalt zum König machen. Das ist das, was uns Johannes berichtet in seinem Bericht. Jetzt soll er König werden. Wie soll das gehen? Und deswegen schickt Jesus seine Jünger weg. Denn er wusste ganz genau, sie hatten ein falsches Bild vom Messias. Sie dachten natürlich, und das könnte man fast schon wie so ein Lied ausdrücken, als wäre es so ein Reim, der sich so fest in ihr Gehirn eingemauert hat. Ja, er kommt hier in sein Eigen, um seine Macht zu zeigen und die Römer zu vertreiben und auf Davids Thron zu steigen. Und dann erklingen die Geigen, dann werden wir uns bewegen im Reigen, werden uns vor ihm verneigen und vor Staunen schweigen. War das seine Absicht als Messias? Wollte er ein irdisches Reich aufbauen? Ist sein Reich von dieser Welt? Nein. Aber die Jünger haben das gedacht und Jesus wusste das. Sie haben ein falsches Bild von ihm. Also schickt er die Jünger weg. Und er schickt auch die Menschen weg. Und es wird uns berichtet, dass er alleine auf den Berg geht, um zu beten. Was war jetzt wohl sein Gebetsanliegen dort oben auf dem Berg? Vielleicht unter anderem, oh Herr, wie kann ich Ihnen das richtige Bild, das richtige Gottesbild, das richtige Bild vom Messias vermitteln, wenn Sie so ein verkehrtes Bild haben, so verdreht? Uns wird berichtet, dass nun die Jünger im Boot allein unterwegs sind. Und ich stelle mir das so vor, dass während die so im Boot sitzen und überlegen, ach, dass sie sich alle fragen, was war das jetzt? Das war doch die Gelegenheit. Er hat 5000 Mann satt gemacht. Die haben ihm alle zugejubelt. Das wäre doch jetzt die Armee, um endlich die Römer loszuwerden. Wir haben doch gesehen, er kann Kranke heilen, also Verletzungen sind für ihn kein Problem. Stürme kann er stillen, er kann uns sogar mit Verpflegung versorgen, er kann das alles tun. Wir brauchen keine weiteren Beweise, er ist der Messias, er muss auf den Thron. Aber er hat diese Gelegenheit abgelehnt. Er hat sich nicht zum König krönen lassen. Und sie fangen an zu zweifeln. Sie werden wahrscheinlich jetzt nicht in diesem Moment denken, haben wir vielleicht das falsche Messiasbild? Nein, sie denken, ist er wirklich der Messias?
Er kann Wunder tun, das haben wir gesehen, das glauben wir auch, aber ist er wirklich der Messias? Merkt ihr, Wunder sind keine Garantie dafür, dass ein Mensch das richtige Gottesbild hat oder bekommt. Wunder sind auch keine Garantie dafür, dass jemand glaubt oder sein Leben Jesus übergibt. Ist ja schon öfters vorgekommen, dass vielleicht jemand in einer Notsituation um Hilfe bittet und Gott tut das Wunder und dann, wie ernst ist der Glaube? Wie haltbar ist der Glaube? Und dann gibt es vielleicht auch andere, die sehnen sich nach Wunder, aber Wunder geschehen nicht. Und dann fangen sie an zu zweifeln. Sie beten und Gott erhört ihr Gebet nicht so, wie sie bitten und dann wieder zweifeln. Bei den Jüngern hier kommen Zweifel auf. Ist er wirklich der Messias? Und während sie so zweifeln und in ihrem Kopf ein Sturm entsteht, braut sich von außen ein Sturm an. Ein Sturm, der so heftig wird, wie man ihn erkennt auf diesem See Genezareth. Ein Sturm, der es finster macht um sie herum. Ein Sturm, der das Boot nach oben und nach unten schmeißt, der Wasser in das Boot hineinbringt, wo sie versuchen, das Wasser wieder aus dem Boot herauszubringen, wo sie eigentlich schließlich an diesem Punkt sind, wo sie denken, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es aus. Jetzt werden wir Fischfutter hier im See Genezareth. Es ist vorbei. In 2 Stunden wären sie zu Hause gewesen. Nun kämpfen sie die ganze Nacht. Und das wird sicherlich wieder kein so freundlicher Ton sein. Ja, da wird jetzt nicht Andreas zu seinem Bruder Petrus sagen, Petrus, könntest du mir vielleicht deinen Kübel ausleihen, weil meiner ist gerade weggeflogen. Oh ja, bitteschön, hier hast du meinen, dankeschön. Die werden auf eine Art und Weise miteinander reden, wie man das in einem Sturm kennt. Dieses Schiff, das da unterwegs ist, das Schiff, was sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Wie geht's weiter? Wo ist Jesus? Wo ist Jesus gerade jetzt, wo sie ihn brauchen? Er war allein auf dem Berg. Er hat gebetet. Hat er auch ein Auge für sie? Sieht er ihre Not? Sieht er ihr Problem? Oh ja. Aber sie sehen das noch nicht. Weil sie haben noch ein ganz anderes Bild vom Messias. Sie haben sogar angefangen zu zweifeln, ob er der Messias ist. Und dann wird uns berichtet hier, Matthäus 14, 24, sie leiden wirklich Not. Es ist schließlich, Vers 25, schon die 4. Nachtwache, also so früh am Morgen, so zwischen 3 und 6 Uhr am Morgen, könnte es sogar schon so 5 Uhr, 6 Uhr früh am Morgen sein. Johannes berichtet uns, sie haben es geschafft, so 25 bis 30 Stadien weit zu kommen, also 4,5 bis 5,5 Kilometer. Man muss sich das so vorstellen, du kannst ja nicht mehr segeln, der Sturm ist zu stark. Sie mussten das Segel einholen, ja? Und dann versuchen sie irgendwie noch mit Rudern voranzukommen. Und sie schaffen es vielleicht gerade mal so einen Meter weit, dann kommt die nächste Welle und schmeißt sie wieder 2 Meter zurück. Also sie bleiben irgendwie auf der Stelle, während andere versuchen, das Schiff von Wasser zu befreien. Und gleichzeitig müssen sie sich irgendwo festhalten, dass sie nicht von Bord geschleudert werden. Und wie ich schon beschrieben habe, sie schreien regelrecht, damit sie gehört werden. Sie sind in Seenot. Und Hilfe scheint nicht da zu sein. Und dann wird uns berichtet, und ich stelle mir das so vor, dass da so ein Blitz kommt. Das ist ein Sturm. Da sehen sie plötzlich, wie jemand übers Wasser läuft. Und der Erste, der das sieht, der schreit wahrscheinlich auf, noch lauter, als er vorher geschrien hat. Ich mache das jetzt mal nicht. Hätte ich machen können. Und sie haben alle Angst. Gestandene Männer schreien vor Furcht und denken, da kommt ein Gespenst. Im Griechischen das Wort Phantasma, eine Fantasiegestalt. Was denken sie? Wer kommt? Ein Gespenst? Ist das nicht tragisch? Mitten in ihrer Notsituation kommt ihr Heiland, ihr Retter, ihr Meister. Und sie denken, es ist eine Fantasiegestalt? Es ist ein Gespenst? Sie erkennen nicht, dass da die Rettung ist und sie schreien vor Furcht. Sie denken, das ist jetzt ihr größter Feind. Ist das nicht tragisch? Wir wissen, Jesus ist real. Aber kann es uns nicht vielleicht auch passieren, dass mitten in einer Notsituation hinein die Rettung schon da ist und wir erkennen die Rettung nicht?
Da will Jesus dir helfen und du siehst nicht, dass es der Heiland ist, der dir helfen will? Warum haben sie Angst und wovor fürchten sie sich? Sag dir nicht jemand mal, wenn du Gott in rechter Weise fürchtest, dann brauchst du niemanden und nichts zu fürchten? Ist da was dran? Wenn wir in Not geraten, weil wir im Auftrag des Herrn unterwegs sind, wenn Schwierigkeiten kommen für die Gemeinde Gottes, weil sie doch das tut, was Gott gesagt hat, dann brauchen wir es doch nicht zu fürchten. Es ist doch Gottes Werk. Er hat es doch angefangen. Und es bleibt sein Werk. Und er wird es doch auch vollenden. Es scheint, dass die Jünger hier am Höhepunkt ihres Zweifelns sind. Aber Jesus möchte nicht, dass sie verzweifeln. Er möchte sie retten. Und er möchte auch nicht, dass sie länger leiden. Und mitten in ihrer Not, mitten in dieser Situation, ruft er ihnen zu, Vers 27, seid getrost. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Seid getrost. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Das ist ein wunderschönes Wort, dieses Ego Emi. Ich bin's. Ich bin's. Er offenbart sich ihnen hier als Heiland, als den Sohn Gottes, als Gott selbst. Aber sie haben immer noch Angst. Nun, bis hierher berichtet uns Markus und Johannes und Matthäus. Aber Matthäus gibt uns noch einen weiteren Bericht. Er ist der Einzige, der uns hier einen Einblick gibt in Petrus. Das ist nicht die einzige Stelle, wo uns etwas über Petrus sagt. Wenn Matthäus uns von Petrus berichtet, dann macht er daraus keine Hagiographie, also keine Heiligenverehrung, sondern er berichtet uns über Petrus, wie er wirklich war. Jemand, der mal schneller redet, als er denkt. Jemand, der sehr spontan ist. Jemand, der bereit ist, mal Abenteuer einzugehen. Der erst hinterher denkt, wenn er was gesagt hat, wie auch hier an dieser Stelle. Ich meine, schaut, Jesus offenbart sich hier, er sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und sofort kommt Petrus, Vers 28, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Herr, wenn du es bist, befiehl mir. Ganz spontan. Boah. Hat er nachgedacht, was das heißt? Auf dem Wasser will er gehen? Was soll das? Ich meine, bitte vergesst nicht, es ist stockduster. Es ist mitten im Sturm. Das Boot wird durch die Wellen hoch und runter geschaukelt. Überall ist Wasser von allen möglichen Seiten. Und Petrus will jetzt einen Spaziergang machen. Auf den Wogen des Meeres. Zu Jesus hin. Was soll das? Wahrscheinlich haben die anderen Jünger sich gedacht, hey Petrus, bist du jetzt total übermüdet? Hast du jetzt deinen Verstand völlig ausgeschaltet? Sind bei dir jetzt alle Sicherungen durch? Oder was soll das? Willst du auf dem Wasser gehen? Und interessant ist ja, wir könnten jetzt da Sachen hineinpacken in die Geschichte. Wir wissen ja nicht, ob die Jünger so gedacht haben, was Petrus dazu veranlasst hat. Aber eine Sache finden wir hier klar und deutlich. Jesus beginnt nicht erst eine lange Diskussion mit Petrus. Er sagt ihm nicht, Herr Petrus, bleib ruhig im Boot, da ist es sicher, ich komme schon, keine Sorge. Sagt er nicht. Er sagt nicht, Herr Petrus, komm, du bist schon nass, du brauchst nicht erst hier rauskommen. Nichts in diese Richtung. Petrus sagte, gib mir ein Wort, gib mir den Befehl. Und Jesus lässt sich darauf ein. Jesus gibt ihm dieses eine Wort und sagt ihm schlicht und einfach, komm. Wow, was jetzt? Fängt Petrus jetzt erst an nachzudenken, was das jetzt genau heißt, was er da wollte? Mitten im Sturm auf dem Wasser zu Jesus gehen? Er wollte ein Wort des Herrn, jetzt hat er das Wort des Herrn. Macht er jetzt auch das, was Jesus ihm gesagt hat? Hat er das gesagt, um Jesus zu testen? Da wird viel spekuliert. Er kriegt das Wort. Jetzt muss er handeln. Jetzt kann er keinen Rückzieher mehr machen. Er kann nicht sagen, oh Jesus, das war nur ein Scherz. War nicht so gemeint. Danke fürs Angebot, aber ich bleibe doch lieber hier in meinen vier Wänden oder auf meinem Boot oder wie auch immer. Ja? Aber wärst du bereit, wenn Jesus dir ein klares Wort sagt,
tatsächlich diesen neuen Weg zu gehen, zu neuen Ufern aufzubrechen? Wärst du bereit? Petrus ist bereit. Und ich versuche mir vorzustellen, wie das war. Ich weiß ja nicht, wie es war. Denkt ihr, er hat Anlauf genommen und ist gleich rausgehüpft und gerannt? Oder war er erstmal vorsichtig, hat sich erstmal irgendwo einen Halt gesucht, irgendwo so am Bootsrand. Und dann sucht er so einen Fuß raus und merkt dann tatsächlich, oh, tatsächlich, ja tatsächlich, das funktioniert. Ein Fuß steht. Und dann zieht er ganz vorsichtig den anderen Fuß nach und merkt, oh, tatsächlich, es funktioniert. Okay, und jetzt? Wo war Jesus nochmal? Kommt wieder so ein Blitz. Ah, da drüben ist Jesus. Okay, gut. Na gut, jetzt muss ich loslassen. Ah, es geht. Was werden die Jünger gedacht haben? Applaudieren? Hey, der kann auf dem Wasser stehen. Darf ich auch mal probieren? Nein, du hast nicht den Auftrag Jesu, den habe ich. Okay, gut. Und dann versucht er vorsichtig, irgendwo, wo war Jesus nochmal? Wieder ein Blitz. Ah, da ist er. Zu Jesus hinzugehen. Neue Wege gehen. Er ist noch nie auf Wasser gegangen. Was sind das für neue Chancen für einen Fischer? Der braucht sein Boot nicht mehr, um Fische zu fangen. Der kann sein Netz auf den Buckel nehmen und schmeißt einfach aus und zack und geht nach Hause. Auch beim Sturm, kein Problem mehr. Eine neue Geschäftsidee. Vielleicht denkt er das in dem Moment. Und dann kommt eine Idee und eine andere Idee und er denkt, ich kann auf dem Wasser gehen. Ich kann auf dem Wasser gehen. Und dann heißt es dort im Bericht, ihr könnt nachschauen, er sieht plötzlich nicht die Wellen, es ist finster. Er sieht auf den Wind. Er spürt den Wind. Und der Wind steht ihm entgegen. Und der Wind steht ihm so entgegen, dass er Angst hat und zweifelt. Schon wieder Zweifel. Und er fängt an zu sinken. Jetzt wird für ihn das Wasser, was ihm vorher so ein festes Fundament war, auf dem er ordentlich gehen konnte, wird jetzt für ihn wie so ein Moor, wie so ein Schlamm, wo er einsinkt, wo er merkt, er kommt nicht mehr richtig voran. Er bleibt auf der Stelle stehen und er macht das einzig Richtige, was man in so einem Moment machen kann. Er ruft verzweifelt nach Jesus. Herr, rette mich. Kyrie Jesus und me. Klingt fast so wie SMS. Save my soul. Rette mich. Zieh mich hier raus. Und Jesus. Jesus stellt sich jetzt nicht vor ihn hin und sagt, ja, du, schau, da hast du was davon. Nein, was macht er? Was steht geschrieben? Er wirft seine Hand aus und zieht ihn heraus. Ich mag dieses Bild, weil das Wort, was hier im Griechischen verwendet wird, dass er seine Hand zu ihm ausstreckt, ist dasselbe Bild, was verwendet wird, um einen Anker auszuwerfen. Jesu Hand wird hier für Petrus zu einem Anker, dass er nicht weiter einsinkt, dass er nicht weiter untergeht. Er darf in diesem Moment erkennen und verstehen und lernen. Er geht nicht alleine. Er braucht Jesus. Er braucht Jesus, damit er auf dem Wasser gehen kann. Denn ohne ihn geht er unter. Ja, Petrus war im Auftrag des Herrn unterwegs. Es hat geklappt. Er hatte ein klares Wort. Und er hat es gewagt, zu neuen Ufern aufzubrechen. Aber zwischendurch hat er angefangen zu zweifeln. Warum zweifeln? Diese Frage stellt ihm Jesus. Als sie dann so Hand in Hand gemeinsam zum Boot gehen, dann nimmt ihn Jesus unter den Arm und fragt ihn, warum zweifelst du, Petrus? Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Zweifeln. Dieses griechische Wort ist tazo, das bedeutet, man versucht, zwei Wege gleichzeitig zu gehen. Man versucht, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. Geht das? Das geht doch gar nicht. Wir können nur einen Weg gehen. Wir können nur einen Herrn dienen. Warum hast du gezweifelt? Da kommt was völlig Neues auf Petrus zu. Auf dem Wasser gehen. Hat noch nie ein Mensch zuvor getan. Hat seitdem auch kein Mensch mehr gemacht. Neue Wege beschreiten. Vielleicht ist es auch für dich ein völlig neuer Weg, mit dem Herrn zu gehen. Vielleicht ist es auch für dich ein völlig neuer Weg, zu neuen Ufern aufzubrechen, hier in Bogenhofen mit dem Studium zu beginnen oder die große Frage für manche, wie geht es danach weiter?
versuchen, in zwei Richtungen gleichzeitig zu gehen, das geht nicht. Und zwei Herren gleichzeitig zu dienen, das geht auch nicht. Da müssen wir eine klare Entscheidung treffen. Diese Frage, die Jesus hier dem Petrus stellt, beantwortet Petrus nicht. Es ist eine Frage für den, der diese Geschichte hört. Es ist eine Frage an den, der diese Geschichte liest. Es ist eine Frage an dich und an mich. Entscheidest du dich für den Zweifel oder entscheidest du dich für den Glauben? Und als sie dann ins Boot steigen, Vers 32, ist der Sturm vorbei. Vorher war ein Sturm da. Zweifel. Mit Jesus im Boot, eine klare Entscheidung, werden die Stürme gestillt. Es kommen noch andere Stürme, keine Frage. Aber hier ist der Sturm gestillt. Und in Vers 33, da kamen, so heißt es hier, die im Schiff waren und warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, tatsächlich, du bist Gottes Sohn. Sie haben es erkannt und sie haben ihn bekannt als den Sohn Gottes. Wahrhaftig, du bist der Messias. Sie erkennen und bekennen seine Göttlichkeit. Wir feiern heute hier miteinander Abendmahl. Das ist für uns die Möglichkeit, die Gelegenheit, erneut in unserer Beziehung zu Gott eine klare Entscheidung zu treffen. Wir kommen hier zum Tisch des Herrn und bekennen ihn als unseren Heiland, als unseren Erlöser, als den, der sein Leben für uns gegeben hat, als den, vor dem wir stehen dürfen, als hätten wir nie gesündigt durch das, was er vollbracht hat. Abendmahl heißt auch, dass wir in unseren Beziehungen, in denen wir leben, weil wir das Gnadenangebot des Herrn annehmen, auch weitergeben an andere und es nicht für uns behalten. Ein Geben setzt ein Nehmen voraus und er gibt uns, sodass wir geben können. Also kommen wir im Glauben zu diesem Tisch und bekennen ihn als unseren Heiland und Gott. Und um uns nun auf dieses Abendmahl persönlich vorzubereiten, möchte ich jedem die Möglichkeit geben, in einer stillen Minute im Gebet zu Gott zu kommen. Bereitet euch jetzt im Gebet auf dieses Abendmahl vor. Ich gebe euch da eine Minute. Wird jetzt hier Stille sein. Und dann werde ich noch ein Gebet zum Abschluss sprechen. Jeder für sich persönlich, ob er stehen mal, knien will, sitzen will, schaut nicht nach rechts und links, macht jeder so, wie er das für sich persönlich möchte. Allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, wir sind nicht dafür geschaffen, um auf Wasser zu gehen. Und doch gleicht dein Ruf, dir nachzufolgen, oft wie ein Gehen auf Wasser, wo es auch passieren kann, dass wir einsinken. Aber du möchtest nicht, dass wir untergehen oder gar ertrinken, sondern wir dürfen lernen, du bist da. Du bist immer da. Du liebst uns. Du liebst uns immer. Und so dürfen wir uns immer an dich wenden. Und wir sind nicht allein unterwegs. Wir sind mit dir unterwegs. Denn du hast das gute Werk angefangen und so wirst du auch dafür sorgen, dass es vollendet wird. Darauf dürfen wir vertrauen in unserem eigenen Leben, als Gemeinde Bogenhofen, als Gemeinde in Österreich, als weltweite Gemeinde, als deine Gemeinde. Und wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, Herr, und uns erinnern an das, was du für uns getan hast, dann bitten wir dich, Herr, dass du uns ganz hinnimmst als dein Eigentum, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns gebrauchst in deinem Werk, zu deiner Ehre und zur Verherrlichung deines Namens. Amen.